In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Oh mein Gott, wie ich aussehe. So. Ich habe heute meinen Schrank aussortiert mit Aurel zusammen. Also der hat gebügelt und ich habe meinen Schrank aussortiert. Und schaut mal, Leute. Ich habe nichts. Nichts. Ich habe alle Schwangerschaftsklamotten jetzt rausgeholt. Und hier sind die Sachen, die ich halt unter das Bett tun werde. Das sind meine Sommersachen. Leute, ich habe höllische Schmerzen gehabt 2 Tage lang. Milcheinschuss, kennen bestimmt einige von euch. War nicht so schlimm wie bei Lina, aber es hat trotzdem wehgetan. Vor allem, wenn Lina nachts neben mir geschlafen hat und drangekommen ist oder so. Er ist ein bisschen draußen. Der kommt uns aber gleich abholen. Dann gehen wir kurz in die Abgaben. Ja, sonst läuft alles gut. Wir haben uns gut eingelebt, auch wenn es heute erst der 3. Tag ist. Das ist mein Geburtstag übrigens. Aber sonst gibt es nichts Besonderes. Ich feiere auch nicht. Aus dem Alter bin ich raus, mit 26 und das war früher mal, da hat man gerne gefeiert, aber jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich mich frisch machen, solange Lia schläft. Lia schläft übrigens in ihrem Bett, das klappt auch sehr gut. Lina zum Beispiel hat das nicht gemacht und Lia nimmt einen Schnuller. Da schläft Madame. Süß. Aber lass sie schlafen, Schatz, ja? Also diesen Schnuller nimmt sie momentan. So, Lina haben wir angezogen. Und Lia Mausi auch. Ja, sie guckt jetzt gegen die Decke. Ich muss jetzt eher einmal... Ich habe sie gerade gestellt. Jetzt muss auch... Der Gas raus aus dem Bauch, ne Maus? Und was machst du? Bist am Spielen? Linosch? Ich hasse diese ganze Werbung bei Kinderspielen. Die warten darauf, dass die Kinder irgendwo draufdrücken und dass man Sachen runterlädt. Ne, Linosch? Oh, Gelde. Ja! Koschkapietsch. So ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Wir waren kurz in den Arkaden und, Moment, ich muss mal diesen Fernsehschrank ein bisschen zur Seite schieben, damit ich Lia in die Küche fahren kann. Sonst passt der Stubenwagen hier nicht durch. Ich habe total Angst, dass sie sich beim Übergeben oder Spucken verschluckt. Wir hatten heute nämlich so eine Situation, da hat sie gespuckt und ich war im Schlafzimmer. Ich habe dann gehört, dass sie sich verschluckt hat, zum Glück. Weil da ist alles aus der Nase und aus dem Mund rausgekommen. Die Arme, die hat mir so leid getan. Ich habe jetzt ihre ganze Bettwäsche in die Waschmaschine geschmissen, in der Zeit, wo wir weg waren. Aber jetzt habe ich es auch wieder rausgeholt. So. Ja, aua. Nein, dann mach das nicht zu, der fährt aber was. Ja, ich habe jetzt... Okay, das war meine Schuld. Sorry. So, willst du dich da hochsetzen? Ja, wir machen jetzt auf jeden Fall mit einer Pizza. Ne, Linosch? Und Lina hilft mir. Oh, mein Auge juckt, Lina. Oh, hätte Papa das kurz weggetan. Naja, egal. Womit sollen wir die Pizza machen? An dem... Oh, ja. Yeah. Hä? Ja, aber womit sollen wir die Pizza machen? Hm? Wir haben ja noch den Pizzateig aus der Brandnose Box. Box. So, setz dich mal gerade hin, bevor du mir runterfällst. Ja. Was? So, ich zeige euch mal kurz den Einkauf. Und zwar habe ich einmal für Audrey Kaffee gekauft. Willst du das auspacken? Ja, auspacken. Dann kannst du das dann in die Dose reintun. So. Dann
Möhren. Selina, Lina isst jeden Tag 2 Möhren. Und das riecht voll gut auch. Dann haben wir Paprika-Sahnehähnchen, Zwiebel-Sahnehähnchen. Dann 2-mal Gouda. Und dann Nutella. Unser Nutella ist abgelaufen. Dann hat in den Arkaden so ein Süßigkeiten-Outlet aufgemacht. Da hat Lena sich das ausgesucht. So ein Eisje, bitte. Ja, schön. Aber nur eins. Ja, Eisje. Dann Twix, nur 1 Euro, ist gar nichts. Haben wir einmal mitgenommen. Dann war Milka für 69 Cent. Ich weiß, bei Kochern und so gibt es die auch für 69 Cent. Ab und zu. Aber ich muss das dann aufmachen, ne? Ja, das. Ich hab's nicht verstanden, Anne. Dann für 69 Cent pro Stück. Genau, ich weiß, die gibt's auch beim Kaufland. Aber wir haben die jetzt mitgenommen, weil Albert hat letztens meine weiße Schokolade, obwohl er weiße Schokolade nicht mag. Ich habe nur ein Stück gegessen und ich stehe morgens auf. Ich sehe die leere Packung auf dem Tisch. Deswegen habe ich jetzt 2-mal weiße Schokolade mitgenommen. Und für ihn 1-mal Haselnuss und 1-mal mit den Keksen. Dann gab es 2 Gazos für 1 Euro. Ich kenne die Marke jetzt nicht. Okay. Baba? Nein, das ist Gazos. Willst du gleich mal probieren? Ja. Okay. So, dann gab es bei Müller, war ein Weihnachtsmann und der hat uns einmal, also für mich hat er so ein Showergel mitgenommen, der riecht auch total gut. Showergel und einmal so eine Tüte mit Füllchen. So, wir sind hier fleißig am Bauen und zwar Linas XXL-Puppenhaus von KidKraft. Ja, Lia guckt uns zu, ne? Genau, Lina hat jetzt schon mal hier die Gegenstände ausgepackt. Oder ist den Aufzug am Bauen. Ja. Mal schauen, wie das am Ende aussieht. Wir sind gespannt. Ist auf jeden Fall ein Riesenhaus. Das sind die ersten 2 Etagen. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Oh, das ist verdammt viel Arbeit, ja. Ne? Ist komplett aus Holz und ein richtiges Mädchenhaus, finde ich. Also ich hätte auch sowas gerne als Kind gehabt. Und da sind noch Teile, hier hinten sind noch Teile. Manche Sachen machen auch Geräusche. Bist du am Bügeln? Ja, da. Ja, musst du schon mal üben, ne? Für ja, später. Da, Jörg. Elbe Semi-Jörg. Ja, da. Ja, musst du von Barbie nehmen gleich. Da-da-da-da. Freust du dich, Lena? Ja. Ja, ne? Für dich auch. Guck mal, was ist das für eine Frage, ja? Trotzdem, das ist schön, wenn sich das Kind über ihr Geschenk freut, oder nicht? Ist das ein Swimmingpool? Nein, bitte die Bad. Oder wenn aufzubauen so einfach ist, ab morgen fange ich an. Überall Aufzüge zu bauen. Jede Haus, jede Häuser. Ja, geh. Achso, ja, das ist eine Toilette, ne? So, Aufzug bitte. Sehr gut, da brauchen wir die 1. So, wir haben jetzt das Puppenhaus aufgebaut. Ich fange mal hier oben an. Hier ist Barbie mit ihrem Hund am Sitzen. Da ist ein Fernsehen, die Katze, eine Pflanze, das Schlafzimmer. Dann haben wir hier das Badezimmer. Badebücher da. Ja, hier ist eine Garage. Da kann dann Barbies Auto parken. Geh mal weg, Nina. Und dann haben wir hier das Wohnzimmer. Hier geht auch das Licht an. Dann gibt es Musik. Dann ist hier ein Aufzug. Hier ist ein Balkon mit Schirm.
Und hier ist die Küche. Die Räder. Schön, ne, Lena? Und die Hand? Warte. Und hier ist ein Swimmingpool mit Liege, einem Grill. Richtig schön. Gefällt dir das, Linosch? Ja. Das Puppenhaus ist riesengroß. Bitte. Willst du es zeigen? Ja. Da, Bau, Bau. Bagunda. Da. Huja. Da, Bett, Bett. B-I-E. Bibi. Bibi. Da, da. Da, Bau, Bau. Da, Bau, Bau. Hallo. Hört ihr das? Schön, ne? Da, Bau, da, da. Da, Hoppa. Hoppa. Badi. Badi. Da. Anne, du dort! Nein, nein, ich bin noch da. Das ist ein Tierschatz. So, du. Anne, da! Wo dann? Da, da! Oh, ich geh dir mal an, ja. Jetzt haben wir etwas Lasse. Oh, das sind wir okay. A thousand words ain't enough to define the body of, body of, yeah. Caught a look and she wants it back. She's firing up that body up, yeah, babe. You think that I want you, but nah, nah, babe. You're one in a million, but it's not for me. I'm not into girls with a plastic trace. Take it too personally, yeah. My fault, my bad. The word's out, but you aren't ready for it. Show off, appearance of a goddess, but I can't see through all the lies. The lies, the lies, the lies, the lies, the lies. Truth, a bit confused, but there's a bunch of us out in the world who's just like me, not into you. Same, same. You think you the deal, you know nothing, babe. I want something real, not the custom made. I'll buy you a drink, keep you company. I'm sorry, that's all it will be. My fault. But you weren't ready for it. Show off, appearance of a goddess, but I can't see through all the lies. The lies, the lies, the lies, the lies, the lies, the lies. So, unsere Breakfast-Box ist gerade angekommen. Ich zeige euch mal ganz schnell, was da drin ist. Und zwar haben wir hier einmal, warte, Kokosgewürzzubereitung. Genau. Hey, wasch, 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 wasch. Dann haben wir hier einmal Wein. Wein. Rotkäppchen. Dornfelder, halbtrocken. Ich weiß gar nicht, was halbtrocken heißt. Was heißt halbtrocken? Halbtrocken? Ja. Das heißt, die Wäsche sind noch nicht ganz trocken. Dann einmal Salted Caramel Nuss, das ist was für Order. Der hat letztens, was war das, was du getrunken hast? Das war gesalzenes Karamell mit Nüssen, bitteschön. Das war was für dich. Dann haben wir hier. Aha. Kaffee. Ah, Karamell Latte. Coffee Drink. Coffee Drink, zwei Stück. Zwei Stück. Das wird's dann also heute eins für mich, eins für ihn. Was ist das? Moment, Moment, Moment.
zu schnell. Dann haben wir hier Abstract Flavor. Ich weiß gar nicht, ist das mit Alkohol? Nee, nicht. Das ist auf jeden Fall vegan. Vegan, Alkohol, trinken wir. Was ist das? Ich dachte, das sind Würmer. Ich muss das auf jedem. Dann haben wir hier einmal Kellogg's mit Mohn Orange. Da, lieber Kellogg's. Mit weniger Zucker. Dann haben wir hier El Almendro Caramello mit Sesam. Das schmeckt bestimmt auch gut. Dann haben wir hier Alkohol mit Birnengeschmack. Ich glaube, die wollen alles an mich aufbauen. Ne? Ich schwöre. Und einmal vegane Hafermilch. Das war's auch schon. Also das Einzige, was ich jetzt hier trinken würde, wäre das. Willst du kein Ei? Und das Müsli würde ich auch probieren. Nein, Nina, Yum Yum isst du gar nicht.